So, Leon, ihr Lieben, Christian, Emschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, Beziehungscoach und genau, versuche euch mein Wissen aus Jahrzehnten Paartherapiepraxis nahezubringen. Und genau, wir haben jetzt hier mal wieder die großartige Frage. Ich stehe zwischen zwei Männern. Was werde ich da wohl sagen? Aber wir hören uns das mal an, die Geschichte von Petruschka. Lieber Christian, ich bin ein großer Fan deiner Videos und habe gefühlt alle gesehen, zumindest mehrmals. Dann müsstest du dieses Thema schon mal gesehen haben. Zum einen finde ich die Inhalte sehr interessant, zum anderen sind diese sehr unterhaltsam vermittelt, sodass deine Videos für mich zu allabendlichen Lektüre geworden sind. Man muss es nur auch umsetzen dann, sonst bringt es nicht viel. Ne? Nun zumal. Und ich kann ja immer nur sagen, macht auch die Kurse. Also die Videos sind eigentlich gedacht als Verfeinerung, also als das Material in Kursen oder auch in meinem Buch, wie wir das umgesetzt in verschiedenen Alltagssituationen. Also das ist ja nun wirklich nicht teuer. Und genau, geht ja auch bald die Selbstliebe-Challenge los. Gibt den neuen Notfallkoffer noch bis 29. Februar, also stark vergünstigt. Nutzt es. Gut. Und kommt zur Liebeship. Kommt zur Liebeship-Party. Ja, ein paar Karten gibt es noch. Richtig schön. Berlin, Friedrichshain, schon sehr, sehr viele angemeldet. Wird bestimmt cooler Abend. So. Nun zu meinem Hilfegesuch. Ich schätze, ich bin ein sehr unsicherer Mensch und weiß mir oft keinen Rat, was dazu führt, dass ich mir unterschiedliche Konzepte anhören und am Ende zwar schlauer, aber doch nicht sicherer bin. Ja, aber das ist ein Prozess, ne? Lass dir Zeit, ist alles gut. Kenne ich gut, diese Phase. Ich bin in den 30ern und hatte in meinem Leben entweder Beziehungen zu Menschen, die irgendwie toll, aber sexuell nicht, sondern nicht attraktiv fand. Diese endeten meist nach 3 bis 4 Monaten. Oder ich ließ mich auf etwas ein, was mehr oder minder, ich nehme an, meine Kindheitsverletzungen triggerte. Diese Art Beziehung ging deutlich länger und waren sehr schmerzlich. Ja, da merkt man schon an deinen Zahlen, dass du schon also viel über dich nachgedacht hast zumindest. Jetzt stehe ich vor einer Entscheidung. Ich habe im Sommer letzten Jahres zwei Männer kennengelernt. Der eine schien mir die Erfüllung meiner Träume. Hätte man uns in einer Dating-App nach Interessenvorlieben, Zukunftsvision verglichen, wäre das Match 100% gewesen. Wenn ich mit ihm Zeit verbrachte, fühlte ich mich stark und souverän. Nicht zuletzt, weil er mit beiden Beinen im Leben steht und mir viel Sicherheit bietet. Ich habe mit ihm gelacht, habe mich jedoch auch daran gestört, dass ich das Gefühl hatte, wir würden nicht wirklich auf Wellenlänge kommunizieren. Nichtsdestotrotz empfinde ich ihn als einen Mann, dem ich liebevoll begegnen kann. Ich habe ihn richtig gern. Ich ließ mich auf eine Beziehung ein, die nach 4 Monaten an zwei Dingen scheiterte. Ich hatte zum einen festgestellt, dass ich alles Intime, was in Richtung Sexualität ging, nicht wirklich genießen konnte, weil ich die Art, wie er mit mir umging, nicht wirklich sonderlich mochte und mich auch nicht traute, mit ihm darüber zu sprechen. Gut, an diesem Nicht-Trauen, da kannst du natürlich arbeiten. Ansonsten, ich weiß es nicht genau, was du meinst hier natürlich. Es könnte jetzt sein, dass du meinst, er ist nicht, ja, vielleicht nicht wirklich zärtlich mit dir umgegangen. Das wäre natürlich klar, dass das dann nicht geht. Oder es war wieder ein Polaritätsthema. Das ist wirklich häufig, ne? Weil es. Es ist selten, glaube ich, dass man jemanden findet, der echt in seiner Polarität ist. Und gut, sage ich mal, viele Menschen, die sehr auf sich besonnen sind, sage ich mal so, sind halt, ja, sind häufig sehr in ihrer Polarität, aber sind halt nicht nett dann, ne? Das ist, ja. Das betrifft Männer natürlich auch, ne? Also viele Frauen, die für Männer, die so, weiß ich nicht, irgendwie emotional und verführerisch rüberkommen und den Kopf verdrehen und immer die richtigen Sachen sagen, sind manche auch nicht wirklich nett.
So, ne? Und das beides, und jetzt natürlich jemand hat, der nett ist und der die sexuelle Ebene nicht bedient, ist für beide Geschlechter nicht gut. Ne? So. So, zum anderen erschien mir wie aus heiterem Himmel ein anderer Mann, der genau dieses Defizit deckte. Ich hatte mich also getrennt und einen Versuch mit dem zweiten Mann gestartet. Dieser wiederum ist ein totaler Chaot, der weder seine Finanzen noch sein Leben wirklich gut unter Kontrolle hat. Jetzt hören wir übrigens eine Beschreibung von einem Mann, der voll in seiner Polarität ist, obwohl er scheinbar keinen Job hat und was weiß ich was, aber das kann man beim Lesen merken, dass der macht sein Ding. Das sage ich ja immer, ein Mann kann auch in seiner Polarität sein, ohne dass er beruflich erfolgreich ist, wenn er sagt, hey, das ist genau mein Ding, abzuhängen, kann er voll in der Polarität sein. Ne? Er ist ein Genießer, arbeitet viel und fleißig. Ah, ne, dachte der, hatte ich die, na egal. Also er arbeitet auch viel und er macht mich unglaublich an. Ich liebe seinen Geruch und bin fast süchtig nach seinen Berührungen, wenn ich seinen Duft in meine Nase bekommen habe. Klingt ein bisschen liebessüchtig. Pass auf, echt. Ein Leben mit diesem Chaoten ist scheinbar nicht so möglich, wie ich es mir wünsche. Ich habe klare Vorstellungen, wie ich leben möchte. Zusammen in einem Haus, Wohnung, viele Kinder füreinander da sein. Der klassische christliche Weg. Er möchte das Gleiche, aber leider lebt er auf dem Land und will daran nichts ändern. Und ist weder mobil, noch hat er Geld. Ich wiederum lebe in der Stadt, habe Kinder, bin fix eingebunden in Abläufe, meinen Job und spezielle reformpädagogische Schulen für meine Kinder. Kurzum, wir leben eine Fernbeziehung. Ja, das ist immer wieder spannend. Das ist ja so, wenn man manche, sie ja nicht alle, aber manche Frauen fragt, welchen Mann sie gut finden würden, dann sagen sie, ja, einen, der meine gleichen Werte hat und dies und das. Und wenn man dann fragen würde, ja, mit welchem Mann bist du gerade mental beschäftigt, das ist vielleicht der so ein Typ oder der Surfer-Typ, der sein Ding macht und sich nicht einfangen lässt. Und ja, es ist manchmal schwierig mit der Attraktion, ne? Nun bin ich mir mit dem Chaoten an sich sehr glücklich, wenn ich das Chaos, das er um sich verbreitet, zulassen kann. Ich kann mir auch vorstellen, alles hinter mir zu lassen und mir mit ihm ein einfaches Leben auf dem Land zu leben. Also er ist definitiv voll in seiner Polarität. Aber er hat auch eine Art an sich, mir dauernd zu widersprechen, um mich unglaublich auf die Palme zu bringen. Ja, er ist halt ein autonomer Mann, ne? Aber so richtig. Ich bin sonst sehr ausgeglichen und entspannt und in seiner Gegenwart werde ich richtig aggressiv, genervt und meckere fast pausenlos an ihm rum, weil er nicht ordentlich und geordnet und zielstrebig genug ist. Tja, und weil du ihn nicht angefangen kriegst, ne? Das macht dich an, irgendwie so. Ich weiß, dass es ein mieses Verhalten von mir ist, was ich ehrlicherweise gar nicht so von mir kenne. Das lässt mich schließen, dass er mir auslöst. Ich genieße es, bei ihm zu sein und es gibt viele kleine Schmerzpunkte, die er mir hochholt. Wie zum Beispiel, aber ein Mann muss auch eine Familie ernähren können. Nee, ein Mann, keiner muss irgendwas können. Der macht halt, was er will. Und das finde ich das irgendwie auch gut. Aber ein Mann muss doch, nachdem Mann viel Geld verdient hat, auch noch viel Zeit romantisch mit mir verbringen. Und so weiter. Ja, er macht echt sein Ding. Finde ich irgendwie echt gut. Dass es sich hierbei um meine Glaubenssätze handelt und ich daran arbeiten darf, weiß ich, ist aber unbequem. Teilweise bin ich so verrückt nach ihm, und kann es kaum erwarten, dass er endlich nach dem harten Arbeitstag Zeit für mich hat, dass er vor Erschöpfung einfach neben mir einschläft. Und ich kann vor lauter Erwartungsfrust nicht neben ihm einschlafen und weine wie ein kleines Kind neben ihm. Ja, da bist du hier auf jeden Fall im Liebessuchtmodus. Da musst du dran arbeiten. Ne? Du bist dazu in deiner Bedürftigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht gibt es bessere Ausdrücke dafür. Zu wenig nice, geiles Leben, zu wenig Autonomie auf deiner Seite. Und das spiegelt er dir so. Ne? Nun ist mir vor kurzem der Mann über den Weg gelaufen, mit dem ich im Sommer die kurze Beziehung hatte, der ist an Attraktion mangelt. Jetzt fange ich an, zerrissene Gedanken zwischen beiden hin und her zu schwanken. Mit dem Mann aus dem letzten Sommer hatte ich viel Harmonie und innere Ruhe. Die meisten Themen waren einfach klar zwischen uns. Und ich bin mir sicher, dass wir eine wundervolle Zeit zusammen hätten. Aber der Geruch, das Gefühl der Attraktion sind eher mäßig ausgeprägt. Dafür vermittelt er Sicherheit, Ruhe, Stabilität. Und er ist lieb und großzügig. Ich mag ihn richtig gerne und kann mir gut vorstellen, mit ihm zu leben.
Und irgendwie matcht er genau meine Vorstellung und wir haben Spaß zusammen. Dabei ist mein Chaot sexuell sehr anziehend, sehr intelligent, aber auch schwermütig für mich. Wir streiten oft und viel und intensiv über Nichtigkeiten. Sprich, die Themen sind oft sehr negativ oder langweilig oder unstrukturiert. Jetzt drücke ich total auf die Palme. Wohlgemerkt, ich bin mit Abstand die ausgeglichenste Person, aus Aussage meiner Freunde. Mein Gefühl will immer nur zu dem Chaoten und wenn ich dann da bin und ein paar Tage vergangen sind, denke ich, oh mein Gott, wieso willst du nicht das normale Leben mit dem anderen? Entspannst dich, bekommst ein paar süße Kinder, bist Mami, genießt das Leben und musst dich um die wesentlichen Themen keine Sorgen machen. Wie kann ich herausfinden, welches der richtige Weg für mich ist? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man zwischen zwei Männern steht, ist keiner der richtige. Eine der simplen Realitäten, die dein Ego vielleicht nicht wahren will, weil es denkt, es sind doch zwei Männer, einer von beiden muss es doch sein, aber gut, ich sehe mich ja so als High-Performance-Coach und ich würde sagen, nee, du willst jemand, der das beides in sich vereint. Also man kann es, glaube ich, nie 100% vereinen, also weil sexuelle Attraktion eben auch manchmal auch so mit Angst und Unsicherheit zu tun hat, muss aber nicht. Ne? Also warum nicht jemand finden, der das in sich vereint, der voll sein Ding macht und dich aber nicht den ganzen Tag auf die Palme bringt. Also wenn du denkst, das gibt es nicht, ist wieder Mangeldenken. Kurze Antwort. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.